Der Löwenzahn. Er ist nicht nur wunderschön mit seinen gelben Blüten und entzückend engelhaft mit seinen Pusteblumensamen, er ist auch eine wunderbare Heilpflanze. Seine Wirkstoffvielfalt ist enorm. Er wirkt verdauungsanregend, unterstützt die Leber, Galle und Niere, er hilft bei der Fettverbrennung und unterstützt den Stoffwechselprozess. Er ist ein wunderbarer Fastenbegleiter und unterstützt jede Abnehmkur. Die Löwenzahnsalbe, welche aus der Wurzel hergestellt wird, unterstützt beim Muskelkater und Verspannung. Sie regeneriert die Muskeln und lindert Gelenkschmerzen. Vom Löwenzahn kann das ganze Kraut gegessen werden. Die jungen Blätter als grünes Gemüse oder im Salat, die Stängel zum Beispiel gekocht als grüne Nudeln, die Blüten zum Garnieren oder als Tee sowie für Kräuterbutter. Viele Gartenfreunde mögen den Löwenzahn nicht so sehr, weil er sich rasch ausbreitet. Ich gebe da immer den Tipp, nicht ausstechen, sondern aufessen. Ein Heilkraut, welches sich sehr pflegeleicht verbreitet und so fast das ganze Jahr zu finden ist und zu genießen ist. Ein Funfact für Kinder. Auf jedem Kindergeburtstagsfest ein großer Knüller. Finde doch deinen eigenen Strohhalm in der Natur. Löwenzahnstängel können wunderbar als natürlicher Strohhalm verwendet werden. Wie praktisch! Nach dem Trinken kann man den Strohhalm dann gleich aufessen. So spart man Müll am Picknickplatz. Angela Dangl, deine Naturkundepraxis.